Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Ich bin gerade bei Philips auf dem Stand hier bei der IFA und habe hier so ein komisches Teil auf dem Kopf, werdet ihr euch fragen. Ich bin jetzt hier mit den Entwicklern und auch den medizinischen Hintergründen. Ich werde euch das Ganze mal erklären, weil ich finde das ganz interessant, denn ich habe öfter mal Augenringe, weil ich zu wenig schlafe. Und deswegen hat mich Philips hier zur Pressekonferenz eingeladen und ich darf auch das Device jetzt hier mal ausprobieren, konnte mit den Leuten reden und das machen wir jetzt auch und schauen uns auch noch die App an, denn man kann seinen Schlaf nach diesem Teil nachverfolgen und schauen wir uns mal die Details an. Philips Smart Sleep kommt mit einer App daher, wo man dann jeden Tag seine Übersicht angezeigt bekommt, wie gut man denn geschlafen hat. Also es gibt einen Score, wo angezeigt wird, wie gut man in der vergangenen Nacht geschlafen hat. Wenn wir jetzt hier auf einen guten Score beispielsweise gehen, sehen wir die Wachphasen, die leichten Schlafphasen, die Tiefschlafphasen und die Phasen, in denen einen dann eben das Smart Sleep System unterstützt hat durch eine Art Boost. Also die Quintessenz ist hier, man schläft nicht länger, man schläft nur besser. Also das war so das, was hier in der Grundaussage gesagt wurde. Man sieht jetzt hier, die Sleep Boost kam 12-mal zum Einsatz, man sieht die Zeiten, wie man besser gelaufen ist. Und dann bei 100% ist das das, worauf es ankommt und wo man im Endeffekt hinkommen möchte. Hier, wenn man jetzt einen 53er Score hat, dann ist es eben nicht so gut und bei 29, da hätte man wahrscheinlich auch fast wach bleiben können. Wobei man dann hier trotzdem sieht, dass der Sleep Boost an gewissen Phasen eingreifen konnte und geholfen hat. Die App ist also sehr detailliert und übersichtlich und man kann hier auch dann seine monatlichen Übersichten ansehen und so weiter. Und man sieht einfach detailliert jeden Tag, wie man geschlafen hat und wie das denn aussieht. Also man kann das dann synchronisieren, indem man das Gerät eben über Micro-USB ansteckt, dann verbindet sich das über Bluetooth. Es muss jede Nacht geladen werden, beziehungsweise nach jeder Nacht, einfach weil es dauerhaft so hochwertige Daten aufzeichnet. Und deswegen ist das hier. Hier unten hat man dann nochmal detaillierter die ganzen Details aufgeschrieben und eben dann auch diesen Score. Da ist dann mit einer Info auch nochmal gesagt, was das denn eigentlich aussagt. Wie versprochen gibt es jetzt nochmal Details dazu, also wir gehen nochmal genauer auf das Gerät ein. Wir haben uns jetzt hier versucht in der Halle einen leisen Ort zu finden, denn hier wird ja noch umgebaut, morgen öffnet die Halle erst. Wir haben jetzt das Gerät hier in der Hand, gucken uns das genauer an. Marc steht hinter dem Ganzen, hat das Ganze mitentwickelt, ist sozusagen der Arzt, der das von der medizinischen Seite her gesehen hat. Und er erzählt mir jetzt einfach mal kurz, wie das Ganze funktioniert und was eigentlich dahinter steckt. Yeah, so this is called Philips Smart Sleep. It's a device that sits on your head. Can I put it on? Yes, of course. And you wear this at night. The front part detects your waves of sleep, your deep or light sleep. And as you go into slow, deep sleep, it delivers tones through the headphones and boosts the wave of your sleep, so you get better quality of sleep, even though you might be sleeping less than you need to. So you improve the quality of your sleep just with wearing the headband. Okay. Also, was er gesagt hat, ist, man verbessert seine Schlafqualität, ohne die Länge zu verändern. Also natürlich kann man immer die Länge seines Schlafs verbessern bzw. verlängern, um den Schlaf an sich zu verbessern. Aber wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht nur 5-6 Stunden schlafen kann und dann die Qualität seines Schlafs verbessern möchte, dann ist dieses Stirnband, nennen wir es jetzt mal, eine gute Alternative. Denn es kann über Töne eine Boost-Funktion auswirken, wenn es merkt, dass man eine Schlafphase hat, wo man jetzt gerade nicht schläft, beziehungsweise wo man diese leichten Wachphasen hat. Und dann kann es den Kopf unterstützen, wieder in Schlafmodus zu verfallen, ohne diese Tiefschlafphasen zu fallen. Das, wo man ja, oder wo der Körper seine Regeneration rauszieht und wo man eben das Ganze verbessert. So I just said that it improves the phases when the voice is coming, or the sound, and it improves the sleep quality in that moment. Right, and it's not a voice, it's just a sound, 1/20th of a second, very short, low frequency, doesn't disturb your sleep, but it improves essentially the depth of your sleep. Yeah. And it's designed for people who decide to sleep less than they need. And you said the device is produced and developed to be durable during the night, and you can sleep wherever you want to decide. And absolutely, it's very comfortable too. Yes, so if you could just show the smart device. There's so ein kleines Teil noch, was an der Seite ist. So ein kleines Teil, was an den Hinterkopf geht, also an den an den Bereich vom Kopf, der eben fest ist, also an den Schädel. An den Schädel, das ist wie so ein Grund, der da unten dran liegt, und der ist
oder da, der ist wichtig, um eben die Strömungen messen zu können und um eben die Schlafphasen detekten und in dem Moment aufzeichnen zu können. Also das Device ist sehr vielversprechend. Ich hoffe, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, dass ich das Ganze mal testen kann. Es war sehr interessant hier zusammen mit Philips und auch eben mit den Entwicklern, und ich konnte auch vorhin mit dem Hauptentwickler von dem ganzen Produkt sprechen. Also wirklich sehr, sehr interessant, die ganze Philosophie dahinter zu sehen, dass man eben den Leuten im Schlafen helfen will. Also wie gesagt, es gibt ja noch dieses zweite Produkt, was eben neben der App zu sehen war, was eben dieses Aufwachen unterstützen soll, und das unterstützt jetzt eben das Schlafen, dann noch das Aufwachen. Also da wird wirklich viel gemacht, dass der Schlaf verbessert wird. Und ich finde es einzigartig, weil bis jetzt kann man nur den Schlaf tracken über Uhren oder ähnliches. Das ist nie genau. Und hier wird eben das verbessert und nicht nur getrackt. I said that it's not just tracking, so it's improving and it's quite, it's quite better than just tracking, because you can do something against it and just not just training. And the best way to track sleep is through EEG. Yes. And so this tracks sleep better than any non-EEG. And this EEG device is the whole night, so you got an EEG over the whole night. And that's why you have to charge it over the, after the night. Correct. So, okay, I understand. Great. Thank you so much. Thank you. And great to meet you. I'm really looking forward to get one. Yeah, I want you to try it. Yeah. Yes, of course. Great. Thank you. All right, thanks a lot. Philips ist wirklich darauf bedacht, das Aufstehen und das Schlafen deutlich zu verbessern. Und dafür gibt es auch noch dieses Wake-Up-Licht. Ich habe auch gleich gefragt, es gibt ja von Philips U1. Das hier funktioniert aber nochmal anders und auf einer medizinischen Basis und soll eben unterstützen, dass man besser aufwacht und dass man gerade auch in den Wintermonaten besser aus dem Schlaf kommt. Diese beiden Geräte in Kombination, als das hier und das Sleepband, nenne ich es jetzt mal, die sollen aber helfen, dass man einen besseren Schlaf hat. Keineswegs aber die Quantität verbessern, denn jeder von euch muss selber wissen, wann er ins Bett geht und muss sich daran gewöhnen und muss damit klarkommen. Wir sehen jetzt, wie das hell wird, und es ist für den Körper um einiges besser. Marc muss jetzt schon wieder weiter. Also ich bin wirklich überzeugt davon. Ich fand es echt cool, hier die Möglichkeit zu haben, von Philips das Ganze zu interviewen. Also ich war jetzt hier wirklich mit den Chefentwicklern von dem Produkt, was heute hier auf der IFA das erste Mal vorgestellt wurde. Hoffe, dass das Video rechtzeitig online kommt, dass ich da einer der Ersten bin, der das Ganze hier in Deutschland präsentieren kann. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, weil viele Smart Sport Devices oder ähnliche sollen ja nur helfen, dass man irgendwo sein Verhalten trackt oder so. Aber das hier ist mal wirklich ein Gerät, was helfen kann, Sachen zu verbessern und eben nicht nur tracken, und dann weiß man trotzdem nicht, was man machen kann. Weil wenn jemand nur 5-6 Stunden am Tag schlafen kann, dann kann er auch nichts machen, wenn er dann weiß, dass er in der Zeit schläft. Und das war jetzt wirklich interessant herauszufinden. Danke an der Stelle nochmal an Philips, und schaut euch gerne noch das IFA-Video an sich an. Ich sage aber danke fürs Zusehen bei diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.